Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Ich glaube schon, dass ohne Klaus-Michael Kühne vieles nicht möglich gewesen wäre in diesem Jahr. Und man muss ihm eigentlich dankbar sein, diese Möglichkeiten eröffnet zu haben. Die Frage ist, wie geht man damit um? Darum geht es ja letztendlich in Außendarstellungen, dass man wirklich auch bespricht, wer sagt was und wie sagt man was. Weil so wie es in der Vergangenheit passiert ist, geht es nicht. Es darf nur einen geben, der nach außen spricht. Und das ist Didi Beiersdorfer. Punkt. Da darf auch kein Externer kommen, der Berater von Herrn Kühne ist. Normalerweise dürfte niemand ein Interview geben, bis auf Didi Beiersdorfer, weil der genau klar ansagen kann, was denn eigentlich seine Absicht, Intention ist, mit dem Geld zu machen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Klaus-Michael Kühne das auch weiß, nur von 100.000 Journalisten auch angerufen wird und irgendwann mal was sagt. Und das geht dann so schnell durch, weil ja jeder irgendwie was rausziehen will und interpretiert es eigentlich in seiner Art und Weise, wie er es gerne möchte. Und ich glaube, da tut man ihm sicherlich auch Unrecht. Auf der anderen Seite ist es so, dass Didi auch gefordert ist, jetzt in der Position als Vorstandsvorsitzender auch wirklich mal Ansagen zu machen und klare Grenzen zu ziehen, damit man weiß, wer ist eigentlich der Boss. Es gibt keine vier Bosse in Hamburg, sondern es gibt eigentlich nur einen, das ist Didi Beiersdorfer, von der zu entscheiden und Punkt. Und da darf er auch nicht diskutieren. Und in dieser Sache muss er hart werden. Und er muss das auch lernen, dies zu tun, auch in der Öffentlichkeit, auch wenn er sich keine Freunde macht, auch medial nicht. Mhm. Du musst das tun, was du für richtig hältst. Und das hat er jetzt auch klar dokumentiert, hat gesagt, ich bin mir selbst in meiner eigenen Pflicht, ich tue das, was ich für richtig halte und ich tue es nicht für andere, sondern ich tue es für den HSV. Mhm. So, und das ist richtig erstmal. Ob am Ende des Tages der Erfolg dabei rauskommt, wird die Situation jetzt in den letzten Wochen zeigen, ob das fruchtet, was er jetzt entschieden hat mit der Entlassung des Trainers und der Neuinstallierung von Gisdol. Ich glaube schon, dass der Input wichtig war jetzt, auch für die Mannschaft. Jetzt ist aber Payback-Time.